Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkogel, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 70. Corona-Wanderung am Samstag, dem 30. Mai 2020. Die 70. wieder eine Jubiläumswanderung ist natürlich auch Grund, ein bisschen nachzudenken über Normalität. Und so habe ich beschlossen, dass es heute die letzte Corona-Wanderung ist, die ich mit Ihnen gemeinsam auf das Facebook-Account des Wiener Johann Strauss-Orchesters mache. Aber ich werde natürlich, das habe ich auch gesagt, da die Erde rund ist, werde ich natürlich weiter wandern. An ein Ende ist nicht zu denken und ich werde es vielleicht auf meiner eigenen Facebook-Seite posten, vielleicht nicht mehr ganz regelmäßig, denn es sind wieder in der Normalität auch andere Aufgaben an uns herangekommen. Das ist auch gut so. Und ich denke zurück an die letzten 70 Tage, denke, dass mir das Wandern sehr wichtig geworden ist. Es ist fast zum Seinsinhalt geworden, in mehrfacher Hinsicht. Auf der einen Seite ist es ein Symbol für Ausdauer und Durchhaltevermögen. Und auf der anderen Seite ist es für mich zum Symbol geworden für das in abgeschiedener Ruhe durchgeführte Reflektieren, Nachdenken, Sinnieren und Grübeln. Also in beiden Dingen habe ich mich sehr an meinem großen Vorbild, dem Wanderer Wotan, orientiert. Viele Menschen haben mich begleitet, auch Sie. Und viele Menschen haben mir auch jeden Tag geschrieben oder mir eine Nachricht zukommen lassen oder angerufen. Sogar eine Dame, die mittlerweile verstorben ist. Sie hat mich immer wieder kontaktiert und gesagt, dass ich ihr Freude bereitet hätte mit meinen Wanderungen. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben zu wandern. Mittlerweile sieht sie meinen Wanderungen von höherem Orte zu. Und wenn sie den Umstand, dass ich ihr Freude gemacht habe mit meinen Wanderungen höheren Orts verlauten lässt, dann kann sie vielleicht auch hier im Sinne von Hoffmannsthal etwas für mich tun. Zum Abschied habe ich Ihnen noch einmal alles mitgebracht, was mich so begleitet hat bei meinen Wanderungen. Der erste war natürlich Heinrich II., ja so mir Gott. Sie sehen es hier, den Herzoghut und hier den Mantel und da hat er das Schwert. Er hat ja 1177 die Burg Mödling fertiggestellt. Leider ist er im Jänner dieses Jahres gestorben und hat gar nicht mehr selbst einziehen können. Aber dann kam natürlich lange Zeit nichts, dann kam er die Liechtensteins. Und der Fürst von Liechtenstein hat ja dann Mödling wieder zu einem liechtensteinischen Anwesen gemacht. Sie sehen ihn hier, streng im Haarschnitt der Aufklärung, aber mit der Staatsschärpe. Er war ja quasi der größte Funktionär, der oberste Funktionär unter Franz II., später dann im Kaisertum Österreich unter Franz I. Sie erinnern sich, Husarentempel und überhaupt die Wiederaufforstung des Wienerwaldes etc. Dann kommen wir schon natürlich zu Beethoven. Er schaut ein bisschen sorgenvoll, aber Sie erkennen ihn typisch hier. Er ist hier gewandert. Ich stelle ihn gleich einmal hier zum Fürsten Liechtenstein. Weil ohne den Liechtenstein wäre dieser wunderbare Weg, diese wunderbaren Anlagen von künstlichen Ruinen, Brunnen, Tempeln nicht gewesen, diese künstliche Landschaft. Und in unmittelbarer Nähe haben wir natürlich zu Beethoven, haben wir natürlich auch Schubert. Also Sie sehen jetzt, habe ich hier schon Beethoven und Schubert hergestellt, die vom Fürsten Liechtenstein den Fürsten Liechtenstein lassen wir hier hinter den beiden stehen und den Heinrich II. Ja, so wie Gott, stellen wir daneben. Dann war natürlich von den Komponisten ganz wichtig, Sie werden ihn sofort erkennen, Arnold Schönberg. Schaut ein bisschen streng, der Haarkranz ist ganz typisch. Sie erinnern sich, Bernhardgasse 6, wo er in Mödling komponiert hat. Ich stelle ihn etwas abseits, denn auch er wäre hier nie auf den Anhänger gekommen, wenn nicht der Fürst von Liechtenstein von und zu Liechtenstein so schöne Wege anlegen hätte lassen.
Und Sie erinnern sich an die Geschichte mit den Guri-Liedern, der Morgen, die Morgendämmerung, der Sonnenaufgang hier am Anhänger. Zwischen Beethoven und Schubert einerseits und Schönberg andererseits wäre natürlich der Wienerwald fast abgeholzt worden. Wir hätten hier eine Weide, wir hätten vielleicht die Staatsfinanzen saniert, aber es wäre der wunderbare Wienerwald nicht mehr. Da war Gott sei Dank Josef Schöffel. Sie sehen ihn hier mit der Bürgermeisterkette von Mödling. Und den stelle ich jetzt einmal zwischen Schubert und Schönberg. Denn ohne Schöffel, genauso wie ohne Liechtenstein, die Wege nicht gewesen wären, wo man heraufgehen kann, so wäre ohne Schöffel der ganze Wienerwald nicht mehr gestanden. Folglich, Schöffel war sehr wichtig. Und Sie erinnern sich an seine Ausführungen über die Reblaus im Parlament, im damaligen Reichsrat. Und dann haben wir natürlich bei Schöffel noch den, wie ist er das? Jawohl, nein, das ist der falsche. Da haben wir noch den Hirtl. Sie erinnern sich an den Anatomen Josef Hirtl. Er hat sehr viel Geld investiert in die Wohlfahrt der Menschen und Hirtl hat dann Geld gespendet. Schöffel hat gesagt, Hirtl, du hast doch eine soziale Ader, du hast eine Stiftung, lass uns doch jetzt dieses Waisenhaus bauen. Dafür benennen wir es auch nach dir. Naja, und dann, wenn wir schon bei Mödling sind, muss auch noch Anton von Webern, hier, Sie sehen ihn in seinem Ausdruck im Gesicht ebenso streng wie in der Regelmäßigkeit seiner Musik. Ich stelle ihn einmal knapp hinter den Schönberg. Ja. Und dann war natürlich, wie Hirtl dieses Waisenhaus gestiftet hat, hat immer noch ein bisschen Geld gefehlt. Und daraufhin sagt Schöffel, Hirtl, wir haben doch noch einen Bekannten, das ist ein griechischstämmiger oder mazedonischstämmiger, müsste man eigentlich sagen, Industrieller, das ist doch der Niki Dumba, der Nikolaus Graf Dumba, den habe ich Ihnen ja auch gemacht, typisch mit seinem geteilten Bart, ja, die mazedonischen Augen und die Haare zurückgekämmt. Und dieser Dumba hat dann den letzten Teil des Geldes gestiftet, um das Hirtlsche Waisenhaus in Mödling bauen zu können. Aber dieser Dumba war derselbe, der als Funktionär, als maßgeblicher Funktionär der Gesellschaft der Musikfreunde den Wiener Musikvereinssaal bauen hat lassen von Theophil Hansen. Und in dem, Sie erinnern sich, haben wir ja die Uraufführung des Walzers Wiener Blut von Johann Strauss erlebt. Das heißt, ich habe Ihnen hier zusammengestellt die ganze Gruppe, 10 Herren von Heinrich Jasomirgut bis vom Todeszeitpunkt, der späteste war hier Arnold Schönberg 1951. Ich glaube, das stimmt so. Ja. Was ich Ihnen damit zeigen oder sagen wollte, ist ganz einfach, beim Wandern habe ich Goethe wiedergefunden, der sagt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn man ein bisschen wandert, sieht man, alle Dinge hängen irgendwie miteinander zusammen und haben miteinander zu tun. Und aus einem wächst das andere heraus, so wie hinter mir in den Bäumen, in der Natur, im Wald, auf meinem geliebten Eichkugel. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Gesellschaft beim Wandern. Ich danke Ihnen fürs Mitwandern, aber auch fürs Mitfühlen, fürs Mitdenken, vielleicht auch hin und wieder fürs Mitleiden. Und ich freue mich, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen.